Was sie aber leider nicht haben. Ja, du mich auch, Kleiner. Was war das? Also ich gehe jetzt einfach nochmal hier weiter, um zu sehen, was hier so Schönes ist. Hier ist wahrscheinlich der Ausgang. Und trotzdem wäre jetzt ein kleiner Checkpoint wirklich mal angebracht. Einfach deswegen, weil man, wie man sieht, nicht sofort mit der Granate reintrifft. Mit einer Plasma habe ich schon da reingetroffen. Dann diese Grafiknachladung ist auch nicht unbedingt der Burner gerade. Hier haben wir auch keine Granaten rumliegen. Tja, also... Ich bin gerade ein klein wenig überfragt. Wie kommt man weiter, wenn man an der Stelle Granaten reinschmeißen muss, wenn man gar keine Granaten hat? Das ist jetzt wirklich eine gute Frage. Wir machen ja für alle mal hier auf. Oder auch nicht. Aha, aha. Oh mein Gott. So, wir haben zumindest jetzt wieder eine Plasmagranate. Setzen Sie sich ums Reclaimer. So, aber inwiefern ist das jetzt zweiter Punkt, weiß ich nicht. So, machen wir die Seite auf, machen Sie die Seite auf. Aha, aha. So, wir machen jetzt einfach mal entkoppeln, entkoppeln wieder in. Ah, dich entkoppeln wir auch. Kabelreclaimer, Sie müssen das Konstrukt herausgeben. Gebe ich nicht. Ne, tut mir leid, ich weiß nicht, was wir machen müssen. Sie sagen zwar, schmeiß eine Granate rein, sei glücklich. Sie würden diese Anlage zerstören? Und ich sag mal, ich könnte ja sagen, ich schmeiß da eine Granate rein, während das Ding zufährt. Ich glaube, da versuchen wir mal. Zwei Plasmagranaten haben wir inzwischen, aber ob das die Lösung ist, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Nein, schon mal eine Granate. Das kann nicht sein. Das kann jetzt nicht sein. So, wenn wir jetzt diese kleinen Mistviecher erstmal ein bisschen von Seite geschafft haben, versuchen wir es jetzt mal einfach. Also, ich fasse jetzt hier auf, das heißt, da hinten geht zu. Während das da hinten zugeht, schmeiße ich da jetzt die Granate rein. Oder ich bin nicht schnell genug, dann machen wir hier nochmal das gleiche. Entspricht nicht dem gültigen Protokoll. Ernsthaft? Würden diese Anlage zerstören? Nee, das war's nicht. Zumindest haben wir jetzt wieder Granaten. Versuchen wir es nochmal. Über diesen Weg. Ihr Verhalten ist dringend in Stand gesetzt. Hey, wir haben reingetroffen. Okay, so geht's also doch. Das müssen wir jetzt wahrscheinlich bei allen machen. Nun gut, also zumindest wissen wir, es geht. Man muss nur warten, bis die Lüftungsschlitze oben sind. Darauf hätte ich auch eigentlich selbst kommen können. Aber nun Jutti. So, dann machen wir mit dem nächsten jetzt mal das Gleiche. Gab es eigentlich überhaupt mal einen Checkpoint, der durchaus angebracht wäre? Wahrscheinlich nicht. Er war nicht drin, schön. War der drin? Ja, jetzt sieht es gut aus.
super, wir haben wieder keine Granaten. Und ich fall runter und bin tot. Ich hoffe mal, es gab zumindest nach dem ersten einen Checkpoint. Den habe ich nämlich nicht gesehen. Ich glaube, es gab durch wirklich einen. Ja, sieht gut aus. Hatten Sie keine Sorge, dass es Schaden nehmen könnte? Ja, komm schon, geh auf. Also. Da haben wir wieder einen und jetzt bloß hier ein bisschen in Sicherheit. Jetzt haben wir bloß wieder das Problem mit den Granaten. Ich vermute mal, wir sollen wahrscheinlich noch zwei zerstören. Zwei da hinten. Jetzt müssen wir uns erstmal hier ein klein wenig vorsichtiger vorantasten. Und ich hoffe wirklich, dass die Aufnahme gerade alles läuft. Wie gesagt, neuer Rechner. Was heißt neuer Rechner? Aber neues Tülchen dafür. Oh, eine Granate. Was machst du denn hier? Weshalb widersetzen Sie sich uns, Reclaimer? Nein! Das kann jetzt nicht angehen. Ach nee, oh, wieder runter. Hoffen wir mal, dass wir jetzt irgendwo hier ein paar Granaten auffischen können. Denn ohne diese werden wir nicht wirklich viel ausrichten können. Oh, und hier ist wieder so viel los. So, hier hoch. Ja, das ist mein Ziel. So. Ausbreitung der Platte. Habe ich wieder daneben? Ach. Ach, das kann jetzt nicht an. Ah, gut, da geht's hier. So, das heißt jetzt wieder rüber. Ja, kümmert euch lieber um die Flots. Ich glaube, den ganzen Spaß müssen wir jetzt noch einmal machen. Reclaimer. Und zwar bei diesen hier. Ja. Irgendwas wirkt falsch auf mich. So, hätte ich das nicht, habe ich das nicht hier schon gemacht? Wir haben die Granate. Und? Hat er nicht gezählt? Ach, und nochmal wieder dann hier raus. Und hoffen wir, dass wir jetzt wieder eine Granate kriegen. Medikit sollten uns gleich auch mal drum kümmern. Indem wir einfach mal ganz nach unten gehen. So, das ist wahrscheinlich einer, der jetzt. Ausbreitung der Flasche ist ein Reclaimer. Granate haben wir wieder. So, das ist direkt hier unten der jetzt, ne? Ach Mann, jawohl. Der Zustand ist kritisch. Bei der momentanen Zerfallsrate haben wir 15 Minuten Zeit, um das Schiff zu verlassen. Wir müssen nach draußen und Evac anfordern. Zugriff auf Plan. Über dem Maschinenraum ist ein Versorgungslift. Er führt zu einem Versorgungsgang der Klasse 7, der an der tragenden Struktur des Schiffs entlang verläuft. Schnell! Wo lang muss ich jetzt? Dahin. Ja, versuchen wir jetzt einfach mal irgendwie schnell hier durchzukommen. Wir sind in der dritten Etage. Da hinten ist der Lift, auf den, zu dem wir hin sollen. Komm schon, schneller! Und ich denke mal, wenn wir das Level abgeschlossen haben, mache ich auch mal wieder eine kleine Aufnahmepause. Oh, wow. Ich wusste es, der hat nämlich an mich angeteckt gehabt. Ich habe gehofft, das wäre nicht so, aber... So, erstmal die Gefährlichen weg. Ja. Fahr. Cortana an Echo
419. Echo 419 kommen. Roger, Cortana. Was gibt es? Die Antriebe der Autumn werden in Kürze detonieren. Brauchen sofort EWAC. Begeben Sie sich zur Absturzstelle und sammeln Sie uns an Zugangsknoten 4C auf, sobald Sie mal Signal haben. Hol mich hier raus! Ich bin ein Master Chief! Echo 419 an Cortana. Da unten wird's langsam unschön. Alles okay? Negativ. Anhalter könnten entflohene Gefangene sein. Der Antrieb ist offenbar schwerer beschädigt, als wir dachten. Ja. Analyse. Aber das kriegen wir schon hin. Bis zur Detonation. Wir müssen sofort evakuieren. Aktiviere Countdown-Timer. Die Detonation erzeugt Temperaturen von beinahe 100 Millionen Grad. Ohohoho. Nein, wir haben keine Maschine mehr. Na, hier müssen wir auch gar nicht lang. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir würden gebückt laufen, so voll langsam. Schön, fliehen Sie, bevor es zu spät ist, aber wo lang? Das Ding brennt. Ich wusste doch, der typische Fluchtpfad. Nein. Ich kann mich aber echt nicht mal an eine Fluchtpfad. Ich weiß, in Halo 3, klar, gibt es eine. Halo 2 habe ich nur ein einziges Mal durchgespielt und das vor Jahrzehnten. Und da, wo es rauskam. Okay, Halo 1 ist auch. Nein, nicht umkippen. Das haben wir von zeittechnisch, dann müsste es, glaube ich, eigentlich locker ausreichen. Oh, etwas über 1,5 Kilometer. Wir müssen uns ja vom Prinzip her nur halbwegs gerade halten, erstmal. Ja, 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 ja. Ist eben mehr was für die Optik so, für die Spätschen. Außer man macht so einen Mist hier. Ja, das schaffen wir jetzt nicht mehr. Jetzt werden wir zumindest einmal sterben. Oder auch nicht. Doch, doch, einmal sterben mussten wir ja. Wäre auch zu schön gewesen, wenn wir das ohne Probleme geschafft hätten. Wir haben eine Destabilisierung des Kerns. Der Antrieb ist offenbar schwerer beschädigt, als wir dachten. Analyse. Noch 6 Minuten bis zur Detonation. Wir müssen sofort evakuieren. Kann ich auch den einfach nehmen? Aktiviere Countdown-Timer. Explosion bei Null. Ach komm, also das war ohne Quatsch, die Steuerung, die war doch nicht so hakelig mit den Teilen. Beziehungsweise die waren doch nicht so empfindlich, so wären die im Weltraum und haben kein wenig Bodenhaftung. So, halbwegs gerade halten, dann passt das auch. Ich muss aber sagen, die Perspektive ist gerade nicht unbedingt die idealste. Nein. Aber ohne Quatsch, diese Nachladegrafik, da scheint irgendwas nicht ganz in Ordnung zu sein, dass der so extrem am Nachladen ist. Ey, ja, das passt mir gerade gar nicht so, wie es läuft. Ach, ich hätte auch eigentlich mir eher gewünscht, dass wir da oben ankommen. Ja, 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 ja. Ach, ja, schön. Da, das meinte ich damit, dass er sich so hakelig anstellt. Wie wäre es einfach mal die Reifen gerade halten? So, jetzt. Jetzt hängen wir eigentlich gerade. Er dürfte jetzt nicht nach rechts oder nicht links rausschlittern, wie er schon die ganze Zeit macht. Da, er macht es schon wieder. Und dadurch, dass ich den Stick gar nicht in der Hand habe, müsste er eigentlich den geradeaus durchziehen. Da schon wieder. Warum hat er jetzt zur Seite weggezogen? Es gab gar keinen, aber auch wirklich keinen einzigen logischen Grund dafür. Außer, dass wir jetzt tot sind, weil wir hier nicht vorankommen. Es ist, glaube ich, schon fast gewollt, dass wir dort runterfallen. Warum auch immer. Ach komm, zieh nach hinten oder so, was weiß ich. Aber fahr da endlich weg und lad dein Schild auf. Schild, Schild, danke. Ach, mein, ja, super. Aber auch alle Laser sind auf mich gerichtet. Also ich bin gerade ein klein wenig angepisst. Ich denke mal, hört man sehr gut aus meiner Stimme raus.
und ja, kleb an der Wand, aber kleb nicht auf dem Boden. Da versteht einer die Physikgeschichte hier gerade. Ah, und wenn ich nicht mal langsam ein klein wenig Ruhe hier bekomme, dann geht es hier gar nicht mehr. Gleich weiter. Ja, das ist jetzt ganz und gar nicht gut, warum ich jetzt auch den Weg hier gewählt habe. Verstehe einer, wer will. Ah, aber wir nähern uns stetig den Weg, den wir langfahren müssen. Ein sehr schöner Weg, muss ich sagen. Also bisher finde ich aber ganz ehrlich die Fahrt von Halo 3 wesentlich, wesentlich geiler. Sogar um ein extremes Vielfaches geiler. Ist zwar ähnlich, aber halt, ne. Alleine durch die... Ja, ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht. Leute, das Ding explodiert. Wie wäre es, wenn ihr flieht, anstatt hier auf mich rumzuballern, wie so kleine Kinder? Und ich glaube, es wird doch ein bisschen knapp mit der Zeit. Zumindest, wenn wir so hier vorankommen, wie wir bisher vorankommen. Och Gott, nein. Nein. Wir sind quasi schon am Ziel. Los hier rein, los hier rein. Danke. Sind quasi schon am Ziel, aber auch nicht wirklich. Da 200 Meter noch. Ich gebe weder Gas noch sonst irgendwas. Aber ihr seht ja, was das Ding macht. Ohne eigenes Zutun. Ja, nun nicht mal aufstellen lässt sich das Gerät vernünftig. Das ist wirklich so eine Sache, die ich gerade perfekt liebe von der Physik her. Das ist die Stelle, an der V-Hammer uns rausholt. Position halten. Warum? Cortana an Echo 419. Zwei Banshees nähern sich von 6 Uhr. Ausweichen, ausweichen. Nee, nee. Das war wieder... Da kam schon wieder fast Erinnerung hoch. Oh, noch ein Kilometer fahren. Ja, jetzt sieht es wirklich böse aus mit der Zeit. Das schaffen wir nämlich nicht mehr von der Zeit her. Gehe ich ganz gefährlich von aus. Ja, so. Jetzt beruhigt dich doch wieder, du kleine Karre. Ja, ich fahre hier schon ganz gemächlich drüber. Um vielleicht doch noch irgendwas hier rauszuholen, aber naja. Genießt mir lieber ein bisschen die Musik, während ich versuche, mich hier zu konzentrieren. Tut mir leid, Leute, aber das scheint dieses Mal nicht zu werden. Trotzdem werdet ihr die ganze Fahrt, die sinnlose, zu Gesicht bekommen. Schön, wir knallen gegen die Stange doch nicht. Schade eigentlich, so weit ist es nicht mehr. Ja. Nee. Wir sind quasi kurz davor, aber leider hat die Zeit nicht gereicht. Also nur, weil die Steuerung sich als recht hakelig erwiesen hat, als wirklich sehr extrem hakelig.